Hallo ihr Lieben, ich grüße euch heute hier vom Strand und ich möchte heute gerne über das Thema Perspektivwechsel und Mindrebel sprechen. Und vielleicht den einen oder anderen dazu motivieren, dass wir immer die Wahl haben, wie wir uns entscheiden. Und es geht im Leben meines Erachtens darum, welche Entscheidung wir treffen und dass wir eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung zu treffen, gilt es jedes Mal aufs Neue. Wir haben die Wahl zwischen Ja oder Nein zu entscheiden. Entscheiden wir uns für ein Ja zu uns selbst oder ein Nein zu uns selbst. Und von daher nenne ich das immer so gerne Perspektivwechsel. Wenn wir nämlich Zweifel haben oder Ängste haben oder nicht genau wissen, ob wir eine Sache tun sollen oder nicht, dann habe ich einen Trick, den ich auch gerne immer weiter erzähle. Und zwar ist das der Perspektivwechsel. Wenn du einen negativen Gedanken in dir aufkommen lässt oder spürst, dann versuch doch einfach mal, diesen negativen Gedanken in einen positiven Gedanken umzuwandeln. Zum Beispiel könnte es sein, wie hier an diesem Strand, werde ich natürlich von jedem gegrüßt und jeden angequatscht. Und manchmal geht mir das auf die Nerven, aber ich übe mich im Perspektivwechsel und denke, statt zu denken, oh Mann, ey, das ist ja nervig, denke ich einfach, hey, wow, die sind ja freundlich, das ist ja nett. Und so wie auch andere Dinge, gestern ist mir mein MacBook kaputt gegangen, beziehungsweise ist in Kontakt gekommen mit Salzwasser. Und auch da habe ich mich in den Perspektivwechsel geübt. Und zwar war der Perspektivwechsel folgender. Jetzt ist dein MacBook außer Gefecht gesetzt. Dann hast du wenigstens mal ein bisschen Ruhe und arbeitest nicht ständig. Und auch das ist ein Perspektivwechsel. Oder wie ich gestern von der Polizei angehalten wurde. Strafe zahlen musste, weil ich ohne Helm gefahren bin. Auch darüber hätte ich mich ärgern können und die Emotion Wut ist natürlich in mir aufgestiegen über mich selber. Aber ich habe mir im Nachhinein gedacht, wieder einen Perspektivwechsel vorgenommen und habe gedacht, hey, danke für diese Lektion, weil jetzt passt du einfach ein bisschen besser auf und habe das von der Perspektive betrachtet. Und ich glaube, wenn wir lernen, diesen Perspektivwechsel vorzunehmen, dann kommen wir in die Gelassenheit und dann vermeiden wir negative Emotionen und negative Emotionen, die lösen Stress in unserem Körper aus und das führt wiederum zu Übersäuerung und diesen Stress können wir, wie gesagt, umgehen, wenn wir eben positiv denken und uns im Perspektivwechsel üben. Und ja, von daher möchte ich gerne aufrufen dazu, ab und zu mal einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Also bei jedem Zweifel oder bei jedem Ängsten oder jedem anderen negativen Gefühl wie Ärger oder Unwohlsein oder sonstiges, dann versucht doch einfach mal euer eigener kleiner Mindrebel zu sein. Und diesen Perspektivwechsel vorzunehmen und mehr werde ich in meinem Buch darüber schreiben und es macht teilweise auch wirklich Spaß, sich selbst zu beobachten und macht ein kleines Spiel draus und nehmt euch die Schwere des Lebens und nehmt euch die Leichtigkeit zurück, die Urleichtigkeit eines Kindes, die in jedem von euch steckt und wie gesagt, versucht Dinge immer von der positiven Seite zu betrachten, wenn sie euch belasten und switcht einfach um. Wie gesagt, denkt genau das Gegenteil und seid euer eigener kleiner Coach im Leben und euer eigener kleiner Lehrer und betrachtet auch oder beachtet, dass jede Information, die ihr aufnehmt, die euch zu euch nehmt, dass sie variabel ist und individuell ist und nicht die einzige endgültige Wahrheit ist und das gibt euch ein ganz gutes Gefühl des Vertrauens und auch wieder der Lässigkeit, weil Informationen können sich einfach auch ändern, je nachdem auf welche Stimmung sie in euch treffen
Und das führt wiederum zu unterschiedlichen Wahrheiten. Von daher, lasst euch auch nicht von jedem irgendwas erzählen, was die endgültige Wahrheit ist. Und auch für euch selbst betrachtet nichts als die endgültige Wahrheit. Denn eine Wahrheit ist so ziemlich sicher, und zwar, dass sich alles von einem Moment zum anderen Moment ändern kann. Und betrachtet euren Geist als flexibel und bewahrt euch diese Flexibilität und trefft Entscheidungen. Wollt ihr Ja zu euch sagen oder wollt ihr Nein zu euch sagen? Und wollt ihr Dinge riskieren und wollt ihr leben oder wollt ihr weglaufen und eure Angst füttern? Eure Angst, es könnte was Schlimmes passieren oder ihr könntet verletzt werden oder es könnte unangenehm für euch sein. In diesem Sinne möchte ich gerne dazu aufrufen, ab und zu diesen Perspektivwechsel vorzunehmen. Und ich glaube, er wird ganz gut helfen, um in die Gelassenheit zu kommen und das Leben zu genießen und das Leben von der sonnigen Seite des Lebens zu betrachten und nicht von der Schattenseite. Wie gesagt, Schattenseiten sind auch wichtig, aber je mehr ihr euch darin übt, umso mehr sonnige Seiten habt ihr und umso mehr sonnige Tage habt ihr im Leben. Und in diesem Sinne, ich werde jetzt die Sonne genießen und sage bis bald, eure Caroline.